Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Englische Woche, dementsprechend ist das Ganze geteilt. Der erste Teil, also die Dienstagsspiele, findet ihr auf dem Kanal. Das Spiel der Hertha ist ja abgesagt bzw. verlegt. Ich werde es auch prognostizieren, allerdings dann zu dem Zeitpunkt, wenn es auch aktuell ist. Das macht jetzt aktuell relativ wenig Sinn. Deswegen keine Sorge, das kommt noch, eben dann, wenn es an der Zeit ist. Jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Hoffenheim gegen Gladbach. Spielerisch alles andere als toll, aber zumindest stand die Null bei Hoffenheim zweimal in Folge. Jetzt aber ein motiviertes Gladbach zu Gast in der Sinsheimer Arena. Und Gladbach machte ja auch wirklich keine Spielchen, sondern legte von Anfang an zielstrebig los. Vierte Spielminute, Florian Neuhaus mit dem 0:1. Und da war die Zu-Null-Serie von Hoffenheim fürs erste Mal dahin. Es war also eine ganz große Aufgabe, ein großer Auftrag, den es hier zu erledigen galt. Für die Hoffenheimer, die waren aber in der Anfangsphase damit maßlos überfordert. 17. Spielminute, Embolo legt auf, Markus Thuram schließt ab, 0:2. Hoffenheim jetzt also gefordert. Ein Zu-Null-Spiel aus eigener Sicht mit eigenen Nulltreffern würde also hier zu nichts mehr reichen. Und tatsächlich ein Lichtblick der Sinsheimer Saison. Ilas Bebu schlägt mal wieder zu. 1:2 markierte dann gleichzeitig auch den Halbzeitstand. Aber auch Bebu hat in dieser Saison zu unkonstant performt. Und dementsprechend war es hier ein Spiel, in dem Hoffenheim auch noch Punkte möglicherweise sammeln musste, um drin zu bleiben in der Liga. Denn es ist nach wie vor noch nicht sicher, dass man die Klasse halten kann. Es wurde ein bisschen besser, aber Sippel, der ein weiteres Mal Sommerrot gesperrt ersetzen musste, war hier auf der Hut und konnte diese Flanke ohne Probleme abwehren. Gladbach bemühte sich jetzt aber nochmal wenig zuzulassen. Nach vorne strecken sie sich noch einmal. Die Vorentscheidung in der 80. Spielminute fiel hier aber nicht, weil Oliver Baumann im kurzen Eck da war. Allerdings war das letzte Highlight dieser Partie. Hoffenheim konnte nicht mehr zurückkommen. So blieb es am Ende beim 1:2 auch vollkommen verdient. Der Sieg für die Gäste und die europäischen Hoffnungen, sie keimen bei der Fohlenelf wieder auf. Der VfB Stuttgart verlor zuletzt 2:1 in Berlin, ist aber auch wirklich in entscheidenden Positionen verletzungsgebeutelt. Der VfL Wolfsburg, er schwächelt aktuell auch da ein oder andere Verletzung oder die ein oder andere Sperre. Arnold kehrte zurück nach fünfter gelber Karte und dann hier plötzlich eine unübersichtliche Szene. Die Szene läuft aber weiter, wurde auch nicht überprüft. Den Ball spielt Roussillon hier nicht, also nur den Gegner, und das hätte eigentlich Elfmeter geben müssen, denn vorher der Ball gespielt vom Stuttgarter Angreifer. Allerdings wollte sich damit der VfB nicht lange aufhalten. Nur wenige Minuten später die nächste gute Aktion der Schwaben. Und es wurde langsam enger für den VfL Wolfsburg, der in den letzten beiden Bundesliga-Partien 7 Gegentore kassierte. Das war schon erstaunlich viel. Bislang hielten sie dann die Null zumindest. Nach vorne ging aber auch erstaunlich wenig bei den Wölfen. Das war doch etwas enttäuschend. Da zeigten sie gegen den FC Bayern München deutlich mehr am Wochenende. Der VfB aber, er wollte weiterhin Gas geben. Und sie taten das über Schurlinov, der hier aber im letzten Moment von Xaver Schlager noch geblockt wird. Fraglich, ob der wirklich gefährlich geworden wäre, aber der VfB Stuttgart begeisterte weiter. Jetzt mal Wolfsburg zur Abwechslung. Schlager, Brekalo. Aber auch sie kamen nicht durch. Stenzel springt rein. Mavropanos ja unberechtigt gelb gesperrt. Dafür kehrte Kempf zurück in die Innenverteidigung. Also irgendwie konnte der VfB dann doch 11 Mann auf den Platz bringen. Und sie spielten dann auch effektiv. 70. Minute, Koulibaly mit dem 1:0.
Zu dem Zeitpunkt etwas überraschend, aber über 90 Minuten gesehen nicht unverdient dieser Sieg. Es blieb nämlich bei diesem Treffer. Wolfsburg muss sich Sorgen machen, die Champions League zu erreichen, und der VfB, er greift oben nochmal an. Der SV Werder Bremen hat ganz große Sorgenfalten auf der Stirn. Stichwort Relegation, Stichwort Abstiegskampf. Kommen Sie da nochmal rein. Der erste FSV hatte es schon seit Wochen, seit Monaten angenommen. Und so traten Sie hier auch auf. Boetius mit dem 1:0 in der vierten Spielminute. Pavlenka geschlagen. Das 1:4 zuletzt in Dortmund war auch nochmal ein ziemlicher Tiefschlag für die Bremer. Trotz Führung konnten sie dort nicht lange mithalten. 11. Spielminute, dann musste auch mal Zentner eingreifen. Er machte das erfolgreich, wehrte zur Seite ab. Sargent machte dann zu wenig draus. Turbulente Anfangsphase, dann beruhigte sich das Spiel. Der SV Werder Bremen lag mit 0:1 zurück. Und jetzt mussten sie das Spiel machen. Und dass das aktuell nicht die Stärke der Werderaner ist, das wissen wir. Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Onisivo, ja nicht so schlecht diese Bewegung, aber nicht ausreichend gut. Pavlenka schmeißt sich auf den Ball, da hat er keine Probleme. Die Zeit lief den Bremern davon und das letzte Zeichen gehörte den Mainzern. 80. Minute, das 2:0 hätte locker fallen können, eigentlich fallen müssen. Und dann blieb es eben doch bis zum Schluss noch offen. Und einmal kam Bremen nach vorne. Ein 1:1 würde natürlich den Bremern deutlich mehr helfen. Eggestein mit der Hacke zu Möwald. Rashica, super gespielt. Romano Schmidt hat den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, aber er scheitert an Zentner. Und so bleibt es beim 0:1. Das hätte der Lucky Punch sein können. Werder verpasst es. Mainz zieht in der Tabelle an Werder Bremen vorbei. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Union Berlin am Mittwochabend. Ein sehr interessantes Spiel, denn Union Berlin ist so ein kleiner Angstgegner des BVB. Aber die Schwarz-Gelben, sie wollten hier von Anfang an nichts damit mehr zu tun haben. Mit den eisernen Schreckgespensten Erling Haaland mit dem 1:0 in der Frühphase dieser Partie. Lute noch mit den Fußspitzen dran, aber mehr kann er auch nicht ausrichten. Es war ein super Auftritt von Dortmund. 25. Minute, 2:0. Sehr effektiv auch der Auftritt. Sie ließen Union überhaupt nicht ins Spiel kommen, die Mannen von Edin Terzic. Und sie hatten richtig Spaß am Fußballspielen. Marco Reus mit der Flanke, da sieht Lute nicht gut aus. Haaland steigt im 5-Meter-Raum am höchsten und nickt den aus kürzester Distanz ein. War richtig happig, dieses Spiel und dieser Rückstand. 3:0 nach 45 Minuten und man musste ehrlich sein, auf diese Art und Weise würde Union hier sicherlich noch 2-3 Tore mehr fangen. Und dann könnte es auch ein historisches Debakel werden in der noch so jungen Bundesliga-Karriere. Aber auch das hat Union gezeigt, sie sind sehr stabil, auch mental vollkommen auf der Höhe und sie näherten sich nochmal an, hätten zumindest das 3:1 hier in der 70. Minute erzielen können. Der nicht unumstrittene Marvin Hitz hier mal mit einer sehr guten Parade feiert sich auch, kann er auch zurecht machen, gerne mal wieder zu Null spielen. Union Berlin kam noch einmal, Endo bekommt da den Ball, aber er scheitert an Hitz. Ja, Endo hatte schon ein paar Möglichkeiten in dieser Saison zu treffen. Es gelang ihm bis dato nicht. So blieb es beim 3:0. Union stabilisierte sich, aber verlor doch deutlich mit 3:0. Jo, das sind die Ergebnisse der Prognose im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten schaut gerne auch noch die Prognose für die Dienstagsspiele, wenn ihr das hier aktuell guckt. Bleibt gesund, bis dahin und adios.